Ei, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Es geht weiter in Elden Ring. Ich bin im Haus Vulkan. Und ich wurde hier ziemlich übel verprügelt teilweise. Ich wurde auch schon Glaskanone genannt. Viel Schaden, aber ich halte nichts aus. Und die ganze Nummer hier in dem Gebiet, da hat sich alles so nach Weglaufen angefühlt. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so große Lust drauf. Deswegen werde ich mich hier in diesem Gebiet noch ein bisschen umgucken, ein bisschen erforschen, ein bisschen, ja, schauen, was hier noch so geht. Zum Beispiel im Tempelviertel. Da schaue ich jetzt mal hin. So. Bin gerade erstaunt, habe ich den. Warum reagiert Elden Ring nicht auf meine Controller hier unten? Das ist seltsam. Eigentlich sollte. Das ist jetzt uncool. Ich schneide dich nachher raus. Ich gehe kurz in Einstellungen rein. Schauen, ob es jetzt geht. Okay, ich weiß, wo das Problem lag. Jetzt funktioniert's sehr gut. Okay. Alles klar. Auf zum Tempelviertel. Jetzt wollte ich gerade an denen mal kurz ausprobieren. Ach, wie gut meine Keule ist. Und ich treffe einfach keinen. Super, dann machen wir es so. Ja, bei denen kann man die Keule schon auch benutzen. Diese Ballons da unten sind auch super seltsam. Warum liegen da Seelen, Runen rum? Hatte ich die nicht aufgesammelt? Wie viele waren das? Das waren nicht viele, oder? Hatte ich nach dem Boss gelevelt? Oh, ich muss noch mal schnell schauen. Ich muss noch mal schnell schauen, wie viele. Mist. Wie viele Runen da liegen? Die Dark Souls-Hüpfer sind am Start, weil ich immer A drück.
So, ich glaube, ich musste hier lang. So, wo sind die Runen? Irgendwo da oben. Na Mist. Ja, jetzt sterbe ich. Okay, dann hat sich das mit den Runen jetzt sowieso erledigt. Mist. Gut. Da liegen null. Da liegen null Runen. Einmal kurz hier markieren, damit ich auch den Weg finde. Zip, da lang. Wer war denn dieser Weißgesichtige, bei dem ich jetzt hier vorbeikomme? Es war nichts Spannendes hier, ne? Ich glaube nicht. Ah, da hatte ich irgendwas besiegt. Ich erinnere mich. Okay. Fängt wirklich gut an. Es fängt wirklich super an. Du warst der. Was war noch mal mit dir? Ach so. Ja. Gut. Welche Farbe hat der Kumpel hier? Der rote, das ist Leben. Bist du ein blauer Kumpel? Ja, du bist ein blauer Kumpel. So, Tempelviertel. Jetzt gucken wir doch mal, was hier so los ist. Okay, die sind schon mal easy weggeklatscht von der Keule. Hier müsste es auf jeden Fall noch irgendwas Spannendes geben. Was bist du denn für einer? Geschwungene Großkeule. Die geben mir haufenweise Giftblüten.
Das hier nochmal rote Rosen. Autsch. Okay. Geht erstmal klar. Gesprungener Kristall. Miranda-Pulver. Wow, was macht er denn? Kristallknospe. Der Sprungangriff ist schon auch echt krass. So, haben wir alles freigeräumt. Jetzt kann ich mich um den in der Mitte kümmern. Oh, hier kommen einige aus dem... Okay, One-Hit. Raureif-Kristallknospe. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Was seid ihr denn für welche? Ich habe irgendwie das Gefühl, das kann hier eigentlich noch nicht alles gewesen sein, aber hier ist eine Kiste. Eisiges Beil. Klingt spannend. Aber war das jetzt alles hier? Nee, oder? Normal gibt es hier doch immer noch irgendwie einen... in solchen Gebieten irgendwas Größeres. Dachte ich jedenfalls. Okay. Das ist wohl nicht zum Hochklettern gedacht, oder? Nee, aber hier gibt's auch nichts. Einfach mal draufhauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich verpasse hier was. Aber
Ich sehe jetzt auch nichts mehr. Ja, das sieht hier schon wieder so geil aus, ne? Gerade jetzt, wenn das Wetter wieder besser wird gerade und dann einfach schön. Einfach ein schönes Spiel. Nun. Mir scheint, als wär's das gewesen. Hier haben wir noch was, was aussieht, als könnte man hier irgendwie klettern. Aber auch nicht so wirklich. Ja. Entweder ich bin blind oder es gibt nichts weiter hier. Warum sollte ich hier diese Hilfen rufen? Ja, schade. Nee, okay. Dann, es kann doch nicht sein, dass ich hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier schon fast alles gefunden habe. Ich meine, hier oben kann ich halt leider zwei, drei Türmchen nicht öffnen. Aber gibt's hier keinen Boss im Tempelviertel? Irgendwas, was noch fehlt? Na, dann weg damit. Dann in dem Fall wohl nicht. Den Baum habe ich gemacht. Was ist das hier? Ist das ein Gefängnis? Sollte ich da mal hinschauen? Willst du antworten? Ja, also bevor, wenn hier jetzt noch was ist, ne? Dann will ich das schon machen. Weil für mich wäre das jetzt so, ich habe nichts gefunden, dann gehe ich hier weg und dann komme ich auch nicht mehr wieder. Aber wenn hier noch was ist. Eine Höhle mit Boss unterhalb der Akademie. Ah, guck mal. Da war ich noch nicht. Stimmt. Hier bei dem. Boah, wie komme ich jetzt da am besten hin? Bei diesem Schaufelrad-Ding. Eingang ist von draußen. Aha, okay, guck mal, dann habe ich doch jetzt hier schon einen kleinen Auftrag. Ich suche eine Höhle.
Da ist der Drache. Sollte ich mich mit dem anlegen? Nee, erstmal nicht. Der war das letzte Mal schon so. Der war so tanky. Welche Farbe hast du, mein Guter? Blau. Haben wir doch schon was Nettes gefunden und Miko und Sepp meinen auch, dass es hier was Spannendes geben könnte. Kristallhöhle der Akademie. Mit Gnade. Oh, eine Ratte. Ich habe gerade gedacht, was ist das für ein Schlangending, was da am Boden ist? Das war der Schwanz der Ratte. Jawohl. Dieses Licht ist so nützlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es doch so feier, dieses Licht. Okay. Kuckucksschimmerstein. Hatte ich wohl schon einen. Fünf sogar. Ich habe so Angst, dass hier hinter jeder Ecke wieder irgendwas sitzt, was mir eine verpasst, ne? Weil diese Musik auch schon wieder so ist. Bin ich von hier gekommen? Nee. Lol, wo bin ich denn jetzt? Moment mal. Hier ist doch auch noch ein Weg tiefer rein. Ah, okay, nee, hier ist Loot. Steinschwertschlüssel, nice. Haben wir den schon wieder zurückbekommen, den ich hier verbraucht habe? Perfekt. So, also gut, dann verprügeln wir mal noch ein paar Magier. Harry, bist du's? Oh, du bist Harry Potter. Oh, da oben drauf. Okay. Dann schaue ich, dass ich erstmal da oben drauf komme. Ah, und da ist der Boss. Nun gut, ich glaube, von hier komme ich gar nicht da hoch. Kann das sein? Oder ist eine Kiste, die ich aufmachen will? Runenbogen, nice.
Nehme ich. Dann schauen wir doch mal, was mich hier erwartet. Oh, okay. Zwei davon. Au, aua, aua, aua. Die Kristalldeppen, ja. Gut. Ja. Okay. Mal schnell verprügelt. So, wo komme ich hier raus? Auf jeden Fall ganz oben in der Akademie. Jetzt bin ich gespannt. Das ist bestimmt einer dieser Aufzüge, wo es hieß, Mechanismus lässt sich nicht bewegen oder sowas. Okay. Wo bin ich? Oh. Guck mal an, am höchsten Turm. Terra Magica. Aber das Wetter lässt es leider gerade nicht zu, dass ich mich orientiere, wo genau ich bin. Nun gut. Wo ich noch nicht war. Ah, okay, hier kann ich natürlich auch schauen, wo genau ich bin. Irgendwie kommt man... auf dem alternativen Weg. Okay, hier durch die Höhle wäre das, ne? Da gibt's auch einen Boss. Mhm. Ich hatte gerade wirklich das Gefühl, dass ich mich an dem Drachen versuchen könnte. Ich habe gerade... also das war wirklich dicker Schaden, den ich da gemacht habe. Deswegen, wo ist der Ausgang? Seh nix. Hier. Ah, ihr könnt fliegen. Okay. Ihr seid schon die Mana-Typen, ne? Die einfach den Mana-Dinger auffüllen. So, mein gutester Drache, ich habe eine riesige Keule mittlerweile. Schauen wir mal. Ah, fliegen mag ich jetzt nicht so. Ah, nicht abhauen. Ja, jetzt spuckst du wahrscheinlich Feuer, ne? Oder Eis oder, keine Ahnung, Magie. Er spuckt Magie. Oh shit. Boah, okay. Ah, Drache, da geblieben. Ich will dich hauen. Oh
shit. Oh, nicht lasern. Verdammt. Muss natürlich auch so eine dämliche Mücke jetzt hinter mir her sein. Was ist dein Plan, mein Guter? Läuft. Die Keule ist aber auch echt krass, ne? So, Drache erledigt. Nice. Du mochtest die Drachen nicht bis Midie. Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch gerade eben diesen Feuerstrahl, wenn er fliegt und so zur Seite seine Magie spuckt, da habe ich gerade gewusst, was ich tun muss wegen Midie. Cooler Finisher, dankeschön. So. Ja. Also wenn ihr gerade in Limgrave noch was habt, wo ihr wisst, da ist ein Boss, den man noch auf die Schnelle machen könnte, her damit. Midie härtet ab, ja. Und ansonsten auch im Seenland, wenn ihr noch ein paar Infos habt, gerne her damit. Ansonsten würde ich es wahrscheinlich eher verpassen. So, jetzt gucke ich mal kurz hier hin, was das ist. Und da ich sowieso alle Bosse machen wollte. Ah ja, guck mal, war ich da schon drin? Es könnte sein, dass ich dieses Gefängnis schon gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es gleich rausfinden. Aber wenn die Würmer noch da sind, hat man dann das Gefängnis gemacht? Ah, es ist noch aktiv. Na dann, let's go. Ach du Scheiße. Ah ja, ich glaube, ich habe dir genug Schaden gemacht, um dich ein bisschen anzupissen. Mist. Oh.
Oh, Hilfe, Hilfe. Ey, oh, das ist ja mies. Ich darf nicht über seinen Arm hüpfen. Ach so, weil hier Ende vom Gebiet war, Leute. Den Helden-Dungeon. Den mit diesem komischen geräderten Ding, was da rauf und runter fährt. Oh je. Leute, da habe ich... Da muss ich irgendwann durch, ne? Aber... Oh. Ich habe es nicht beendet. Ich habe nach dem, keine Ahnung, 5., 6., 7. Versuch bin ich weggegangen davon. Weil es mich aufgeregt, genervt, geärgert hat. So. Wer singt hier? Ist das wieder so ein Fledermaus-Ding? Ja, ja. Total abgefahren. Total verrückt. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier hochkomme. Auf dieses Plateau. Ich meine, hier von der Seite sieht es irgendwie so aus, als würde es hier nach unten gehen. Und als wäre das irgendwie so ein Weg. Aber von hier kam, bin ich doch da nicht lang gekommen. Da war doch Abgrund. Ah nee, das ist alles Plateau hier, ne? Da lag das Problem. Weil hier ist ja auch noch so ein Helden, so ein Gefängnis. Wobei, das sieht hier so aus, als könnte man da hochklettern so ein bisschen. Ich gucke mir das nochmal an. Level 1 runnen alle Bosse. Okay. Wenn ich es durch habe, würdest du mir die Seite empfehlen. Sag mal, der Boy hier, hier war doch auch einer in der Kapelle. Hatte der nicht auch irgendeine Info für mich? Was war denn hier nochmal? Wer war hier nochmal? Du, was war mit dir? Ah, der hat mir Zauber beigebracht. Bei dem habe ich den Lichtzauber gekauft, okay. Ja, nee. Brauche ich nicht. Eine Checkliste, ja, das ist super. Genau sowas brauche ich ja. Gibt es in diesen Lagern auch immer irgendwas Besonderes oder kann ich das hier links liegen lassen? Ich denke, das kann ich links liegen lassen, oder? Handbuch. Lol, bin ich eigentlich dämlich? Ich glaube, ich bin wirklich dämlich. Ich habe diesen Aufgang hier nicht entdeckt gehabt. Ja, wow. Was ich genau vorhab, ist eine Mischung aus beidem von dem, was du gerade gesagt hast. Erkunden und weiterkommen. Ich will ja alle Bosse killen. Das heißt, ich muss erkunden... Und kommen dadurch hoffentlich auch meinem Ziel näher, alle Bosse zu killen. You're new and surprised you found me in my... No matter, no matter. Why don't you take a look at my work? Oh, but don't
ask me how I got my hands. Okay. Ich werde nicht nachfragen. Schmiedesteine. Mhm. So. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ich will hier hoch. Von da hinten. Das ist doch drin, oder? Oder auch nicht. Ey, das ist doch eine Schweinerei. Wie? Warum? Ach, nicht hauen. Nee, das ist doch auch nicht der Weg hier über das. Nee, da komme ich nicht so hoch. Die sind eher dafür gedacht, um runterzukommen. Hm, okay. Ich will trotzdem hier hoch. Ich hab doch hier so eine kleine Gazelle am Start. Mit dem schaffe ich das doch. Ach, verdammt, wirklich nicht? Ah, nein, oh. Oft ist nicht weit entfernt eine Windstelle. Ah, da hinten. Okay. Ja, perfekt. Danke für den Hinweis. Nice. Ah, guck mal. Endlich mal ansatzweise hier oben zumindest. So, und was haben wir hier? Insta-Death. Wir haben einen Insta-Death. Schweinebacke. Gut, von dem Ding sollte ich mich in dem Fall nicht treffen lassen. Okay. Ich glaube, ich bin minimal overpowered für diese Gegend hier. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Wait, das ist die falsche Richtung. Das ist natürlich auch
so ist es halt, ne? In solchen Spielen. Ach du Scheiße, ich habe mich gerade gefragt, was lacht hier? Hier sind so kleine... Aber da komme ich nicht hoch. Also jetzt habe ich zumindest mal das gefunden hier. Das ist okay. Aber hier oben ist noch... hier oben ist noch voll die Action am Start. Und ich habe keine Ahnung, wie ich darauf komme. Willst du es wissen? Das ist so eine... Ist das irgendwie ein cooles Rätsel oder ist es einfach nur eine Position, die ich nicht finde? So, das ist nämlich... Wenn es nämlich ein cooles Rätsel ist, dann ist es natürlich schade, wenn ich es nicht selber löse. Dann will ich es vielleicht nicht unbedingt wissen. Wenn es aber nur, weil ich den, weil ich diese Windstelle nicht gefunden habe, mit der die Gazelle da hochkommt. Wenn es das ist, nur weil ich die Stelle nicht finde, das dann gerne einfach kurz sagen, weil. Oh, okay, verstehe. Hier komme ich raus aus der Unterwelt. Aha, okay, aber ich habe... Ach, jetzt kann ich die Karte wieder nicht aufrufen. Geschicksknoten, Kristallträne, was? Ah ja, ich verstehe, es gibt keine Skeletträder in Elden Ring, sondern irgendwelche... ...wilden Alien-Menschen, die jetzt die Räder sind. Witzig. Gut, wo war denn der Aufzug? Oh, war hier ein Aufzug? Ja. Hier, oder? War ich hier schon unten? Ja. Die Gefahr ist nicht zu vergleichen, allerdings. Kein Stück. So, hier ist dieses Riesentier. Das mich verprügeln, das, wo ich noch nicht weiß, wie ich da hinkomme. Glaube ich, das war, glaube ich, hier. Ja. Dann bin ich hier. Hier war der irgend so ein Drachenritter. Hier ging es sehr tief runter, da konnte ich nicht runterhüpfen. Hier bin ich nicht hochgekommen und da auch nicht. So. Ich habe Rani das Quest-Item gegeben, ja. Oh.
Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was sie gemeint hat dazu. Irgendwie, ihr Schicksal wird sich erfüllen und sie wird Herrscherin oder sowas. Oh. Da gibt's drei Türme. Ah. Meine Güte. Das hätte sie mir auch sagen können, die Gute. Hätte sie ja auch einfach mal erwähnen können. Ich öffne da einen Zugangsturm für dich. Danke. Hätte sie ja... Kann ich den Drachen jetzt auch verprügeln? Vielleicht. Schauen wir mal. Der war auch ziemlich mächtig das letzte Mal. Ah ja, den kann ich jetzt auch verprügeln. Mist. Ich muss aufhören, diese Drachen anzuvisieren. Es funktioniert einfach nicht. Hä? Okay. Was ist jetzt passiert? Lol, er ist einfach despawned. Hat er jetzt wieder volles Leben? Nee, hat er nicht. Okay. Ach, er... Okay, das ist tatsächlich ein Move von ihm, dass er das kann. Lol. Echt jetzt? Er ist einfach weg. Okay. Ich nehme das als Sieg. Hörst du mich, Drache? Ich nehme das als Sieg. Also, den Boss haben wir besiegt. Ja, genau. Der war ja nicht zu weit aus seiner Ursprungsposition. Der ist einfach verschwunden. Oder ist er... Hä? Nee, der ist doch weg. Der ist ja nicht mehr hier. Der ist ja hier auf und ab gelaufen. Das hat ja nichts mit Ursprungsposition hier gerade zu tun. Ach, beim ersten Mal. Okay, verstehe. Ja, hier den Turm, den hätte ich natürlich auch mal einfach angucken können. Den habe ich gekonnt ignoriert. Ich meine, ich habe es auf der Map ja gesehen. Was zum Geier? Langperle, okay. Großer Präzeptorenhut. Langes Präzeptorengewand. Präzeptorenhandschuhe. Präzeptorenhose. Danke. Beim zweiten hat er Angst bekommen.
Die ist auch immer rechts rum. Irgendwann kommt mal ein Turm, da ist es dann links rum und man ist es gewohnt, dass man eigentlich rechts rumläuft und dann fällt man runter. Weicherstein. War das der Turm, der sich jetzt geöffnet hat? Hä? Dachte, ich komme jetzt hier irgendwie in die Unterwelt oder so. So klang das jedenfalls. Ach doch, der andere. Ah, okay. Ja, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, als ich hier lang bin, ob der offen war oder nicht. Ja, guter Drache. Echt jetzt? Ich nehme das wirklich als Sieg. Ne? Der Boss ist besiegt. Ist das nur so ein Schädel hier oder was ist das? Ja. Der war verschlossen. Ja, das kann sein, dass der verschlossen war. Hut der Schneehexe, Robe der Schneehexe, Rock der Schneehexe. Oh. Hi. Ja, an anderen Ort reisen. Na? Hauptarm der Einsel. Ah ja, okay. Verstehe. Verstehe. Nice, danke schön, dass ich mir hierfür jetzt nicht einen Wolf suchen muss. Vielen Dank, Leute. Winzige Ranni. What? Eine Puppe ähnelt Ranni der Hexe. Irgendwer wollte eine Puppe haben, glaube ich. Wollte irgendwer eine Puppe? Boah, ey. Das ist auch kein... Obwohl, warte mal. Wie war das hier noch? Kann ich hier... Hier kann ich aber nicht... Nee, eben nicht. Das ist auch so ärgerlich, wenn ich... Manchmal würde ich gerne irgendwelche Infos, die ich von NPCs bekommen habe, einfach kurz nachlesen. Da vorne steht was Großes. Da vorne steht was gigantisch Großes. Lies bitte nochmal. Option an der Gnade. Kleidung anpassen. Oh. What? Was?
Passiert nichts. Kleidung anpassen, kriegst du eine große Runen. Sortieren und meine Zauberlernflaschen. Puppe regt sich nicht und ist angenehm kühl. Ah, schau mal an. Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in okay. Entschuldigung. Bitte was? Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful unheilvollen Schatten, die durch diese Lande streifen. Ihr habt den Namen von Rani der Hexe bereits besudelt. Hab ich nicht? I will not brook disobedience in this matter. Okay, unheilvolle Schatten. Seid ihr unheilvolle Schatten? Ihr seid keine unheilvollen Schatten. Also es tut mir leid, aber bei den Gegnern finde ich es absolut legit, den Sprungangriff durchzuballern. Das ist wieder so ein fliegendes Mottenviech, ne? An das ich nicht rankomme. Ul-Palastruinen. Ich würde sogar vermuten, es ist das gleiche fliegende Mottenviech. Aber wobei, an den komme ich ran. Nötiges Backseat Gaming. Ja, okay. Ich darf nicht reiten. Aber den Dicken da hinten, den will ich verprügeln. Dich kann ich doch sicherlich verprügeln, oder? Was schleudert da Steine? Oh, hier sind ja noch mehr. Oh Gott, nee. Ah. Ja. Ich habe den Ausweichen-Button oft gedrückt, aber anscheinend nicht oft genug. Ich habe erst zu spät bemerkt, dass ich kein Leben mehr habe. Mist.
Also es ist ja wohl wirklich nicht wahr, dass ich irgendwelche Namen besudelt hätte und schon recht nicht von Rani. Ich habe ihr absolut zugestimmt. Tafelrunde ist seltsam, alles gehört vernichtet, genauso wie den Leuten im Vulkan. Das ist alles komisch hier. Hey. So, jetzt verprügeln wir erstmal euch. So viel Schaden, Jungs. Dafür seid ihr stinkelangsam. Von hinten? Nein. Okay. So. Du bist irgendwas echt Seltsames. Aber du hast zu ihrer Puppe gesprochen. Ist jetzt die Antwort auf was? Ach so, sie redet quasi nicht von Rani, sondern die Puppe redet von, dass ich die Puppe... Ach so, wait, what? Ich habe ihren Namen besudelt, weil ich mit ihrer Puppe rede? Nee. So ein Quatsch. Okay. Ich muss schneller sein. Eieiei. Hilfe. Was auch immer du für ein seltsames Ding bist. Wir haben alle unsere Macken. Rani hat's nicht so gern, wenn ich mit ihrer Puppe rede. Ja, ich denke, die Richtung ist in Ordnung. Das heißt, hier geht's weiter. Ja, was anderes sehe ich gerade nicht. Okay, dann mal los.
Gasstein. Ah ja, Ameisen. Riesige, hässliche Ameisen. Uah. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du auch noch Ameisengift. Ah. Ich dachte, hier oben war noch was anderes, aber hier ist wieder nur so ein Gasstein. Ich dachte, die Ameise hat vielleicht was gedroppt. Aber nein. Okay, nicht nach links runter. Ich will einfach rechts dran vorbei hier, Jungs. Ich will einfach nur rechts dran vorbei. Bitte habt Erbarmen. Noxtella, die ewige Stadt. Genau, da war ich ja schon und hab den... War ich an der Gnade schon? Nein. Okay, ich denke... Macht es Sinn, dass ich jetzt... Ah, hier ist eine Leiter. Okay. Naja, wunderbar. Gerade überlegt, ob ich irgendwie... Du solltest es gar nicht wissen, dass sie hier ist, denke ich. Du hast aber hartnäckig sie beschworen. Warte, von wem habe ich die Puppe gelootet? Die lag hier einfach rum, ne? Oh, warte mal. Let us speak of the past a while. I was once an Empyrean of the demigods. Only I, Mikala, and Melania could claim that title. Each okay. Of us was chosen by our own two fingers as a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe in the form of a vassal tailored for an Empyrean. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the rune of death, slew mine own Empyrean flesh. What? Casting it away, I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. Okay. In Ordnung, denke ich. Alles klar. Es gibt Ameisenreiter. Es gibt Ameisenreiter. Tja, gegen meine Riesenkeule habt ihr nicht so viel, ne? Ach ja, die wunderbaren Witze über riesige Keulen. Und jeder Satz, der damit zusammenhängt. Ich stehe auf meine riesige Keule. Ich habe Spaß mit meiner riesigen Keule. Meine riesige Keule knallt ganz schön rein. Seid ihr eigentlich die Schatten, die ich verprügeln soll für Rani? Ha? Bist du einer davon? Nox. Sind das nicht Truhen zum Aufmachen? Doch. Ach ja. Und dann mit so einer schönen ASMR-Stimme. Meine Keule ist so groß, ich muss sie zweihändig nehmen.
Warte mal, das ist doch eine riesige Kiste hier. Warum kann ich dich nicht aufmachen? Obwohl, das könnte auch ein Sarg sein. Von meiner Schwerttechnik. Ich weiß gar nicht. Müsste ich nochmal evaluieren, ehrlich gesagt. Ich habe gerade Spaß mit... Ach ja, da wäre schon wieder so ein Satz gewesen, ne? Hallo? Ah, von hier. Welcher Dolche. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wo will ich eigentlich hin? Ja, nee, hier hoch passt, glaube ich, erstmal schon. Und dann vielleicht erstmal gucken, was hier oben ist, bevor ich dann hier so entlang gehe. Ja, die andere... What the fuck? Okay, hi, Leute. Oh, shit. Ups. Erstmal den da drin schnell verprügeln. Dann den hier verprügeln. Dann mein Loot zurückholen. Ein bisschen vorsichtiger sein diesmal. Ah, die explodieren. Verstehe. Oh, das ist ja geschickt. Ach, cool. Na, danke, Leute. Nehme ich. Nochmal welche. Bin mir jetzt nicht sicher, wo genau es weitergeht. Oh. Hi. Ey, hallo? Da ist gerade was auf mich draufgefallen. Und da ist eine fette Kiste, aber... Da gibt's doch dieses schöne Meme. That's bait. Das ist aus welchem Film ist denn das nochmal? Okay, warte mal, hier geht's weiter. Dann schaue ich doch noch mal schnell da unten rein. Hier, aus diesem Fury Road. Wer ist denn der Haupttitel? Oh, jetzt habe ich mich gerade vor meiner Keule erschreckt. Weil sie so groß ist.
Oh Mann. Wahnsinniger Maximilian. Ah, ja, genau, stimmt. Der wahnsinnige Maximilian. Oh, Mad Max Fury Road. Genau, jetzt hat, da haben wir es. F.A., grüß dich, hi. Ey, nicht pieksen. Er redet die letzte Stunde nur von seiner Keule. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Oh, das ist gefährlich hier. Könnt ihr bitte auch explodieren? Hallo? Die ist ja auch groß. Ja, eben. Immerhin ist an denen hier erkennbar, wo hier vorne und hinten ist. Lol, die kann man kritisch treffen. Ich habe so eine Riesenkeule, ey. Geistertal Lilienpflückers. Oh Gottes Willen, okay. Geistertal. Perle des Geistertal Lilienpflückers. Das ist fast ein Zungenbrecher, aber nur fast. Ah. Da hinten sind Kugeln, die von der Größe her zu meiner Keule passen. Ach nee, oh Gott, ah, ich hasse das, wenn noch Schriften im Menü aktiv sind. Wie doof ist das denn, ey? Aua. Der hat eine Gummikeule. Ah, für die bräuchte ich, für die wäre auf jeden Fall das andere Schwert geiler. Für die wäre das Schwert geiler. Oh, was ist das denn? Die verfolgt mich! Die Kugel hat meine Riesenkeule gesehen. Jetzt will sie mich. Jungs. Wartet mal, ich hab hier ein anderes Problem. Nee, sie hat mich gekillt. Ist das doof? Oh Mann. Oh Gott. Oh. Oh, ist das bescheuert, ey. Was soll das denn bitte? Oh Mann. Indiana Jones Vibes. Ja, irgendwie. Ich weiß auch nicht so recht. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Das hat hier alles ganz komische Vibes, um ehrlich zu sein. Die ganze Nummer hier.
Aber mit meiner Keule lässt sich's echt gut hämmern. So, jetzt muss ich erstmal die Kugel verhauen. Die voll Bock auf mich hat. Kannst du... Wie machen wir zwei das jetzt? Oh! Wow, okay. Glaubst es ja nicht. Okay, ich glaube, für die Kugel brauche ich auch mein anderes Schwert. Die andere Waffe ist kein anderes Schwert, sondern das Schwert. Okay. Darf ich weg hier bitte? Wild. Zonk, zonk, zonk. Gut. Ah, ich sollte unbedingt mal mein Inventar sortieren. Hier haben wir jetzt das gleiche Problem wie in Dark Souls. Werte Damen und Herren. So, Kügelchen. Jetzt gucken wir uns das doch nochmal an hier mit dir. Mal schauen, ob ich mit dem Schwert besser fahre. Ach, Schande. Echt jetzt? Das gibt's doch nicht. Diese dumme Kugel. Ah. Jetzt Endgegner Riesenkugel. Giant Balls. Was wird das hier? Ah, muss ich mich echt mit euch abquälen hier? Nee, komm, ich kann doch einfach an euch vorbeilaufen, ne? Ihr kommt nicht hinterher. Ja, hiermit geht's. Genau, das war nämlich das, was ich auch vom letzten Mal im Kopf hatte, wie ich diese Kugel besiegt hatte. Mist, jetzt war sie zu schnell. Wow, okay.
Na bitte. Geht doch. Wie, du hast was gedroppt? Eine Larventräne. Auch wieder kein Mensch. Vor allem so viele. Ich verstehe gar nicht, warum so viele davon gedroppt werden. Kommt der andere auch mit? Nee, gut. Ach, lieber mal saufen. Sicher ist sicher. Wenn ich jetzt Schund bekomme, ne? Nachtjungfer und Schwertmaidpuppen. Das ist doch wieder so ein Aschending, oder? Damit kann ich doch nichts anfangen. Tatsächlich. Schwertsteinschlüssel, Schlüssel für Quatsch ausgegeben. Oh Mann, ey. Ein ganz schön großes Gebiet hier unten noch. Damit habe ich nicht so wirklich gerechnet. Ich denke, links hoch geht's weiter. Kein Loot diesmal in der Ecke? Okay. Diesmal nicht. Hallo? Oh oh. Okay. Nein, Scheiße. 45.000 Seelen bei so einer dummen Kugel. Ah. Oh. Und diese ganz langsame, leicht gruselige Musik dazu. So was Dummes. Zu stur zum Heilen. Ja, ich denke halt, es geht auch ohne. Ich habe halt, ich denke halt so, ja, ja, geht schon. Alles easy. Aber nein, ich sollte mehr heilen. Absolut richtig. Mist, ey.
Na bitte. Abendträne. Große Geistertal-Lilie. Ich denke, die Lilien sind fürs Aufleveln von den Aschen. Ich kann dieses Spiel aber, glaube ich, nicht mit Aschen spielen. Ich denke, es wäre mir zu einfach. Nach der ganzen Dark Souls-Tortur, die ich hinter mir habe, quäle ich mich lieber noch ein bisschen mehr. Bin ich von da unten gekommen? Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Warte mal, in welche Richtung gucke ich denn hier? Die bringen gut Runen. Ah, das ist natürlich ein sehr lieber Hinweis, Sepp. Bei wem verkaufe ich? Die kann ich bei jedem Händler einfach verkaufen, oder? Das macht keinen Unterschied. Oder gibt es einen Geistertal-Lilien-Käufer? Einen besonderen. Okay, Material sammeln. Schmiedestein 6. Beim Schmied geht's auch, okay. Ich werde es versuchen im Hinterkopf zu behalten, dass ich die mal loswerde. Verpasse ich hier gerade irgendwas? Die eine Tür sah aus, als könnte man die irgendwie aufmachen, aber die geht nicht auf. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier hinter irgendwas Tolles auf mich wartet, aber nope. Nö, ich glaube, ich verpasse nichts. Das ist hier einfach so ruhig. Larventränen. Ja, wenn, dann brauche ich mal eine vielleicht. Irgendwann mal. Okay, Jungs. Die große Kugel da hinten habe ich schon gesehen an der Decke hängen. What the fuck? Das war jetzt keine, die explodiert. Okay. Uh-oh. Die Kugel rollt einfach durch die Dinger durch. Was ist hier los? Das ist voll seltsam. Was passiert hier? Was soll das? Was? Warum? Ist die Kugel vielleicht gedacht dafür, diese Dinger zu killen? Im ursprünglichen Sinn? Also, wurde die erfunden, um diese Dinger platt zu rollen? Das ist alles ganz schön nervig hier gerade. Ach, ich weiß nicht, was ich hiervon halten soll, ey, ganz ehrlich. Oh oh. Seid ihr jetzt mal alle hinüber? Es ist ja sehr angenehm, dass sie blitzen lassen. Und die dadurch draufgehen. So, Kugel.
Sehr gut. Und du bist bugged out, oder wie? Nice. Geht, geht, geht. Nochmal eine Larventräne. Ich erwarte eigentlich hinter jeder Kiste hier gerade irgendwie eine Teleportationskiste oder so, weil ich so viele Kisten hier öffnen darf. Mir ist es hier sowas von zu ruhig. Komm zurück! Nicht weglaufen! Dunkelschmiedestein. Ah. Mächtige Anrufungen zu testen, dann wieder eine benutzen, um mit diesem Bild weiterzumachen. Was sind mächtige Anrufungen? Oh, hi. Ach, ihr seid solche. Okay. Aua. Ich will eigentlich nicht in die Kirche rein. Um ehrlich zu sein. Zauber mehr oder weniger. Okay, verstehe. Incantations. Ja, halt hier das Zaubergedöns. Ja, passt schon. Ja, aber eigentlich will ich das gar nicht rumprobieren, ehrlich gesagt. So, bist du jetzt die lang erwartete Teleportationstruhe? Nee, immer noch nicht. Mond von Noxtella. Ich bin wegen so einem Zauberamulett hier raufgelaufen. Ich habe das Ganze auf mich genommen wegen so einem Zauberamulett. Und sonst nichts. Ich dachte, hier geht's irgendwie weiter. Es geht weiter, heißt es da im Chat. Ah. Okay, ich dachte gerade. Das wäre jetzt... Lol. Okay, Moment, ganz kurz schauen. Bin jetzt von da, hier rüber. Jetzt laufe ich hier runter und kann dann da lang und hier rein. Ist das korrekt? Weil da hätte ich ja auch kurz hier durchlaufen können. Ich vermute, da hätte ich ein. Das wäre ähnlich gewesen, oder nicht? Weil ich kann nicht mehr wieder hier hoch, wenn ich da runterhüpfe. Probier es aus. Och Mann, ey, da muss ich ja, falls ich falsch bin, wieder. Oh.
Okay. Sieht jetzt erstmal nicht so schlecht aus, hätte ich gesagt. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Da haben wir ein paar von euch. So, ich hätte doch... Hätte ich nicht hier irgendwo... Hätte ich hier nicht irgendwo links abbiegen können oder so? Ich dachte, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich mich auch verguckt. Da drüben war ich jetzt ja auch noch nicht. Aber hier komme ich halt auch nicht mehr hoch, ne? Wenn ich jetzt hier runtergehe, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Nee, warte, ich... Hä? Ah ja, Ladies and Gentlemen, ich weiß nicht, wie tief ich genau fallen kann, ohne zu sterben. Eigentlich würde ich gerne hier runter hüpfen, um mir es leicht zu machen, aber ich vermute, das sieht doch nach Aufzug aus da. Also, einmal voll machen. Und da drüben reinlaufen. Das ganze Zeug hier einzeln zu bekämpfen, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Die bunten Steine? Was soll ich mit bunten Steinen? Die leuchten halt. Kann ich irgendwo platzieren und dann leuchten die da vor sich hin. Alles easy. Alles easy. Ich glaube, das war okay. Ah, Rani hat wieder was. Und mit den Flaschen kann ich was anfangen. Even when I turned my back on the two fingers, Blythe remained my loyal ally. Though he was created a vassal for an Aryan, he was a colossal failure on the part of the two fingers. Blythe and E.G. both. Art willing to give too much to me, yet they both understand what lieth beyond the dark path, that I must betray everything and rid the world of what came before. Ah, should I add thee to the list? Another one, kind of heart, as kind of heart as they. Liebe Rani, ich habe dir bereits zu viel geholfen. Und ja, gute Dame, die ganze Tafelrundennummer und die Finger finde ich auch nicht geil. Ich bin voll deiner Meinung. This form hath loosened my tongue. I've let slip too much. Forget what thou's heard. Forget. Ich bin voll deiner Meinung, meine Gute. Und mit dieser Meinung schließen wir eine Folge ab. Twitch bleibt dran, es geht noch weiter. Wir machen auf jeden Fall noch ein bisschen heute. Es ist ja wieder Samstag, da geht ein bisschen mehr. Aber YouTube, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.